Vielen herzlichen Dank für den Applaus. Vielen herzlichen Dank, liebe Susanne, für den wundervollen Vortrag. Ich habe mich wirklich sehr berührt über die gemeinsamen Punkte, im Herzen berührt und daraus auch aus diesem Vortrag, aus diesem vorzüglichen Vortrag von Susanne Fürst lässt sich erkennen, wie sehr uns gegenseitig an der gegenseitigen Befruchtung und Freundschaft zwischen der FPÖ und der AfD gelegen ist. Wir schauen mit großem Respekt auf die FPÖ. Wir betrachten die FPÖ als unsere Schwesterpartei. Wir nehmen uns als AfD ein sehr gutes Beispiel an der FPÖ, die deutlich älter ist als die AfD. Wir haben dieses Jahr unser 10-Jähriges gefeiert. Die FPÖ kann auf eine deutlich längere Geschichte zurückblicken, ist deutlich gesetzter als wir. Meine Managementaufgabe als Bundesvorsitzende, als auch Fraktionsvorsitzende, ist möglicherweise eine etwas andere als die von Herrn Kickel. Aber nichtsdestotrotz sind die Aufgaben groß und die Umfragen bestätigen, dass wir Recht haben, dass die Menschen immer mehr erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Susanne hat das eben sehr schön gesagt, die AfD hat heute wieder einen neuen Rekordwert erreicht. Auch bei dem Umfrageinstitut Forsa sind wir nun bundesweit bei 22%. Wir manifestieren uns als zweitstärkste Kraft weit vor der Kanzlerpartei von Olaf Scholz. Nur noch 5% hinter der CDU. In Ostdeutschland sieht das Bild noch viel deutlicher aus. In Ostdeutschland sind wir bei weitem stärkste Kraft. Wir sind in Sachsen bei 36%, die CDU nur noch bei 28%. Mecklenburg-Vorpommern haben wir gerade gehört, in Brandenburg und überall sind wir führend, weil die Menschen eine Alternative brauchen und uns als Alternative erkannt haben. Ich erlaube mir aber noch ein paar Worte über die FPÖ zu verlieren. Ich bin hier auch, um unsere Freundschaft zu bestärken und auch die FPÖ auf ihrem Weg als deutlich ältere Schwesterpartei zu bestärken, genauso weiterzumachen und ganz fest die Daumen zu drücken für die Wahlen im nächsten Jahr, von der wir uns erhoffen, dass aus ihr ein Kanzler Kickel in der Regierung hervorgeht. Und auch dir, lieber Norbert, ich wünsche dir ganz viel Glück für die Präsidentschaftswahl. Ich möchte Ihnen eine Anekdote erzählen. Als ich 2017 in das kalte Wasser gestürzt wurde und zur Spitzenkandidatin antreten musste, zur ersten ernsthaften Bundestagswahl für unsere Partei. Es war der Spitzenwahlkampf für mich das erste Mal. Ich komme nicht aus dem Politbetrieb und ich sehe mich auch immer noch nicht als klassische Politikerin. Ich bin eine Quereinsteigerin. Ich habe nicht so viel Erfahrung wie jetzt viele andere hier auch in diesem Raum. Aber ich habe mir dann sehr genau in Vorbereitung auf den Wahlkampf die vorzüglichen Präsidentschaftsinterviews von Norbert angeguckt. Und habe es mir sehr genau, weißt du, so wie in der Schule aufgeschrieben. Und ich habe mir ein sehr gutes Beispiel an dir genommen. Vielen herzlichen Dank auch für die Impulse, die du gesetzt hast. Die Unzufriedenheit in der Bundesrepublik Deutschland ist groß. Jetzt komme ich hier zum eigentlichen Thema. Ich würde gerne über viele andere erfreuliche Dinge reden, aber bleiben wir einfach mal bei diesem Thema. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben, was gerade in Deutschland los ist. Die Krise ist multiple. Sie manifestiert sich. Es ist eine Krise in Deutschland, die verschiedene Gesichter hat. Wir haben es mit einer Migrationskrise zu tun. Wir haben es mit einer Wirtschaftskrise zu tun, mit einer Energiekrise, mit Inflation
und damit den ganzen politischen Fehlern, Stichwort Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, dann verfällt unsere Infrastruktur, der öffentliche Raum erodiert und wir haben es mit einer nie dagewesenen Aufblähung des Staatsapparates zu tun. Sie merken hier an dem Problemaufriss, den ich hier gerade darstelle, dass ich 2 Stunden davon erzählen könnte, aber ich fasse mich heute für Sie kurz, weil ich glaube, dass Sie auch den ganzen Kranz an Aufgaben und Herausforderungen verstehen müssen und stehe dann auch nachher für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Noch nie war die deutsche Bevölkerung so unzufrieden mit einer Bundesregierung wie jetzt. 70% der Deutschen sind mit der Bundesregierung unzufrieden und wünschen sich eine neue. 70%, das ist ein historischer Rekordwert. 70% sind es auch ungefähr, die mit der Arbeit des Bundeskanzlers unzufrieden sind. Auch ein absoluter Negativrekord. Womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es mit einer Vertrauenskrise zu tun. Eine Vertrauenskrise in die Regierungsfähigkeit unseres Landes und auch eine Vertrauenskrise in die Institutionen unseres Staates. Lassen Sie mich beginnen mit der Migrationskrise. Die Migration ist wieder auf dem Höhepunkt, wie damals auf dem Wir schaffen das Willkommensputsch unserer ersten grünen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ist aus meiner Sicht die erste grüne Bundeskanzlerin, die Deutschland hatte. Seit 2015 haben 2,4 Millionen Menschen einen Asylantrag gestellt. 2,4 Millionen Menschen. Die Dunkelziffer ist überhaupt noch gar nicht dabei. Auch nicht dabei sind die 1 Million Ukrainer, die zu uns gekommen sind. Das macht dann 3,5 Millionen offiziell in 8 Jahren. In diesem Jahr sind Menschen zu uns eingewandert an der Zahl von rund 200.000, das ist von der Größe der Stadt Rostock. Bis Ende des Jahres wird geschätzt, dass wir 300.000 Asylanträge bekommen werden. Damit verbunden ist eine Erodierung der inneren Sicherheit in unserem Land. Großstädte sind teilweise zu No-Go-Areas geworden. Wir haben das neue Phänomen der Gruppenvergewaltigung. Ich will Ihnen das einfach so drastisch sagen. Wir haben es hier nicht mit einem Kontrollverlust zu tun, sondern mit einem politisch herbeigeführten Kontrollverzicht. Im Jahr 2022 hatten wir es mit 798 Gruppenvergewaltigungen zu tun. Das sind mehr als 2 am Tag. Unsere Mädchen und Frauen sind zu Freiwild geworden. Die Polizei hat überhaupt keinen Durchgriff mehr, weil diese Leute von unserer Justiz in irgendeiner Form einen Freifahrtschein haben und dann auf freien Fuß gesetzt werden und auch nicht abgeschoben werden. Ein weiterer Brandbeschleuniger ist das neue Einbürgerungsgesetz, was hier auf den Weg gebracht wurde. Und ich möchte hier nicht nur die Ampel kritisieren. Wir reden hier immer von der Ampel. Den Weg dazu hat die CDU unter Merkel aufgemacht. Sie haben die Grenzen geöffnet und sie haben den Weg für diese unsägliche Energiepolitik freigemacht. Es war die CDU. Und die Ampel beschleunigt lediglich den Niedergang Deutschlands. Und diesen Niedergang, den sehen Sie sehr gut in diesem Einbürgerungsgesetz. Wir hatten vorher die Regelung, nach 8 Jahren dürfen Sie sich einbürgern lassen. Es wurde jetzt abgesenkt, mal eben schnell, auf 5 Jahre. Und wenn Sie ganz besonders integriert sind und Integrationsleistungen aufweisen können, schon nach 3 Jahren. Und das ohne jegliche Sprachkompetenz. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr fragen, was diese Bundesregierung vorhat. Sie will die Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung nachhaltig verändern und auch das Abstimmungsverhalten, weil sie möchte sich gerne die Mehrheiten sichern für die nächste Bundestagswahl, weil es geht gerade drastisch nach unten für alle Altparteien, das auch völlig zu Recht. Heute ein erneuter Höhepunkt der
Innenministerin, die aus meiner Sicht, also Nancy Faeser hat doch allen Ernstes vorgeschlagen, als Spitzenkandidatin von Hessen und als Innenministerin von Deutschland, dass doch zu uns Geflüchtete das Wahlrecht direkt bekommen sollen, auf kommunaler Ebene. Das muss man sich mal vorstellen, was die hier mit unserem Land machen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, solche Leute wie Nancy Faeser gehören in den Gerichtssaal und verurteilt auf die Anklagebank. Neben der Erosion der inneren Sicherheit kommen dazu die sozialen Kosten. Die sozialen Kosten sehen momentan so aus, dass mehr als die Hälfte der Bürgergeldbezieher, ne, Bürgergeld, vorher Hartz IV, ne, das wurde jetzt auch umgemünzt, um die Stigmatisierung zu nehmen. Also Sie können sich jetzt, auch wenn Sie nicht arbeiten gehen, können Sie sich immer noch Bürger nennen und Geld vom Staat beziehen. Das ist eine Entstigmatisierung, wenn Sie arbeitslos sind. Das hat alles psychologische Aspekte, das Bürgergeld. Also mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger sind ausländische Staatsbürger. Und die Kosten schlagen sich im Bundeshaushalt wieder. Wir hatten letzte Woche die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Und der Deutsche Bundestag bzw. der Bundeshaushalt setzt sich zusammen zu 2/3 aus Kosten für Soziales, Personal und Zinsen. Liebe Freunde, so sieht kein nachhaltiger, zukunftsfähiger Bundeshaushalt aus. Das ist ein Leben auf Pump, ein Leben auf Kosten der zukünftigen Generation, die hier um ihre private Lebensbildung und Vermögensbildung gebracht werden. Es ist wirklich unverantwortlich und ich darf das als Deutsche sagen, eine Schande für unser Land. Und ich schäme mich zutiefst fremd. Die Wirtschaftskrise. Deutschland ächzt unter der höchsten Steuer- und Abgabenlast. Über die höchsten Energiepreise. Deutschland war bekannt als Industriestandort. Ich wähle mit Bedacht die Vergangenheitsform, denn ich sehe das mittlerweile nicht mehr. Dazu komme ich gleich mit ein paar Zahlen. Deutschland hatte vormals die günstigsten Energiepreise und sicheren Strom. Das wurde alles politisch abgedreht durch unsere grüne Wunderkanzlerin der CDU. Die Energiepreise gehen durch die Decke und dass Deutschland völlig einseitig einen Sonderweg geht mit dem Erneuerbaren Energiegesetz, das wissen Sie auch. Die Politik setzt auf Flatterstrom, also auf Windkraftwerke und auf Solarpanels. Ja, bei einer Dunkelflaute funktioniert keins von beiden. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin viel in der Bundesrepublik Deutschland unterwegs im Auto, kreuz und quer. Und ich sehe eigentlich selten, dass sich ein Windkraftwerk irgendwie dreht. Und stattdessen wird unsere Natur zerstört, alles zugepflastert. Und wir hatten letztes Jahr, einfach auch mal um eine Zahl zu nennen, hatten wir einen Primärenergieverbrauch der sogenannten Erneuerbaren, sind ja gar nicht erneuerbar, der Erneuerbaren von gerade mal knapp 7% bei 6,6%. Und während diese Erneuerbaren nicht grundlastfähig sind, hat sich diese wunderbare, dumme deutsche Bundesregierung dazu entschieden, eins obendrauf zu setzen und nebst der Sprengung von Nord Stream 1 und 2, die im Übrigen diese ganzen Lücken aus dem EEG ja abgepuffert haben, das russische Erdgas hat die Energiekrise, das EEG, ja bereits überdeckt. Das muss man mal ganz klar sagen. Dann wurde uns das von der Nase weggesprengt, übrigens ohne Protest der deutschen Bundesregierung.
Ne? Wir erinnern uns, der Piratenklappen-Bundeskanzler, der uns hier zum Gespött der Welt macht, mit seiner Pannenaußenministerin Annalena Baerbock. Ich werde da jetzt nicht weiter zu ausführen. Sie wissen selbst, was Sie dazu denken. Aber das russische Gas hat das alles aufgefangen. So, das wurde weggesprengt. Und was hat diese Laientheatertruppe zu tun? Und ich unterstelle dieser Regierung im Übrigen Vorsatz, die deutsche Bevölkerung zu schädigen. Der Vorsatz besteht darin, in dieser multiplen Krise auch noch eins obendrauf zu setzen, die Atomkraftwerke abzustellen. Letztes Jahr 3, dieses Jahr 3. So, und seitdem ist Deutschland auf Energieimporte angewiesen. Wir sind davon abhängig. So, und Deutschland ist das einzige Land, das auf Kernkraft, also das einzige Industrieland, das auf Kernkraft, was im Übrigen CO2-neutral ist, verzichtet und nun Energieimporte bezieht, ne, von älteren französischen Meilern, von polnischen, tschechischen Meilern, überteures Flüssiggas importiert, LNG-Gas aus den USA, nicht wahr? Da fragt man sich auch, wer profitiert eigentlich davon und für wen macht die deutsche Bundesregierung eigentlich Politik? Ne? Sie schädigen den eigenen Standort und da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein. Dann zeitgleich diese E-Auto-Planwirtschaft, das, was Sie hier erleben, durch Verbote, durch das Einlenken des Staates in die freie Marktwirtschaft, das ist ja nichts anderes als purer Plankommunismus, den wir hier erleben, dass nicht wettbewerbsfähige Technologien einfach dort an den Markt gebracht werden durch staatliche Subventionen, wie bei dieser E-Auto-Planwirtschaft. Mit diesem Diktat aus Brüssel wurde ja asymmetrisch stark die deutsche Autoindustrie, das Rückgrat der deutschen Industrie, massiv geschädigt 2018, ne, mit einem prohibitiven Abgasdeckel, der auf Verbrennermotoren nicht anwendbar ist. Ne? Der ist prohibitiv, so können Sie keine Verbrennerflotte mehr betreiben. Und das natürlich auch ohne Protest aus der deutschen Bundesregierung 2018. Also das Ganze zusammengefasst mit der Energiewende, muss man sich fragen, wo soll denn da eigentlich der zusätzliche Strom herkommen? Also erstmal ist unser Energieangebot signifikant geschrumpft. Und dann kommen noch die E-Autos mit dazu, weil die Verbrenner abgeschafft werden. Und dann das Heizungsgesetz. Schauen Sie, die deutsche Bundesregierung setzt die Prioritäten folgendermaßen. Die Deutschen dürfen nicht darüber entscheiden, welche Heizung sie im Keller hat. Ja, wir dürfen keine Ölheizung mehr haben, keine Gasheizung mehr haben. Es sollen jetzt strombetriebene Wärmepumpen sein. Aber die Deutschen sollen einmal im Jahr darüber entscheiden dürfen, ob sie jetzt Männlein, Weiblein oder divers sein sollen. Und das Ganze auch noch abzurunden, nachdem sie sich entschieden haben, heute Morgen schaue ich in den Spiegel, jetzt fühle ich mich als Hund. Können Sie sich selbst beglücken, nicht mit dem Freifahrtschein auf freiem Saufen, sondern auf freiem Kiffen. So, das Kiffen soll ja legalisiert werden, ne, von unserem Panik-Gesundheitsminister Lauterbach, der ja auch die Impfpflicht durchdrücken wollte. Und da bin ich ganz stolz auf unsere Fraktion im Deutschen Bundestag und auch stolz auf die Bewegung hier, die die FPÖ gestützt hat, die Impfpflicht zu verhindern. Das GEG, was ich gerade angesprochen habe, ist ein breites Enteignungs- und Verarmungsprogramm für die Deutschen. In dem Moment, in dem die Deutschen gezwungen werden, ihre Heizung rauszureißen und durch Wärmepumpen zu ersetzen, kommt ein enormer investiver Aufwand dazu. Vielen Menschen bricht die Altersvorsorge weg, die haben gespart fürs Alter auf eine Wohnung, die sie teilweise vermietet haben. Jetzt müssen sie dort investieren, weil mit dieser wundertollen Heizung, mit der strombetriebenen Wärmepumpe,
kommt ein eklatanter Sanierungsbedarf mit dazu, weil diese Heizungen zutiefst ineffizient sind. Und dadurch haben sie bereits jetzt schon ein Wegbrechen der Preise von Bestandsimmobilien in Deutschland. Diejenigen, die die Hypotheken noch nicht abbezahlt haben, müssen über ihre Banken nachschießen, wenn der Wert eine gewisse Schwelle unterschreitet. Also hier haben wir eine Welle von Pleiten und von Fire Sales am Immobilienmarkt, dass sich die institutionellen Investoren bereits jetzt die Hände reiben, wenn sie dann die deutschen Bestandsimmobilien aufkaufen dürfen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich finde das alles unverantwortlich, wie hier die deutsche Bevölkerung über den Tisch gezogen wird. Und da muss man sich auch gar nicht mehr wundern, dass diese Leute völlig zu Recht keine Mehrheit mehr haben. Das Ganze ist gepaart, ich habe eben über inflatorische Tendenzen auch gesprochen, über hohe Energiebepreisung, die allein auf das begrenzte Angebot, Energieangebot zurückzuführen sind, hat diese Bundesregierung nichts Besseres zu tun, als noch die Abzocksteuer, CO2-Abgabe da oben drauf zu schalten, um 33% erhöht. Das muss man sich mal vorstellen. In einem hochinflatorischen Umfeld schalten die noch so eine CO2-Abgabe drauf. Und das ist das, was die wenigsten verstehen. Ja, die CO2-Abgabe schlägt in den gesamten Wertschöpfungsprozess der Produktion mit rein. Das heißt, es ist ja nicht nur Sprit und Heizen betroffen. Nein, überall da, wo produziert wird, wird CO2 ausgestoßen. Das heißt, die gesamte Wertschöpfungskette in einem produktiven Prozess wird teurer. Auch das kommt zur Inflation mit dazu. Und es wird trotzdem gemacht, obwohl es eine Einschätzung gibt von dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dass die CO2-Abgabe verfassungswidrig ist. Und darum plädieren wir ja auch dafür, dieses Ding, die CO2-Abgabe, abzuschaffen. Aber Sie haben damit ja auch hier Ihre eigenen Probleme in Österreich. Dazu kommt neben den Spitzensteuer- und Abgabensätzen, die so hoch sind wie noch nie, das ist ja historisch, was bei uns alles passiert, eine Aufblähung des Staatsapparates. Nicht wahr? Also die Deutschen zahlen immer mehr und kriegen immer weniger dafür. Ich möchte Ihnen mal ein paar Zahlen nennen, warum Deutschland oder woran Sie erkennen, dass Deutschland kein reiches Land mehr ist. Deutschland ist keine Lokomotive mehr. Die deutsche Bevölkerung wird immer ärmer. 48% der Deutschen hat ein Einkommen von weniger als 30.000 Euro brutto. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung verdient weniger als 30.000 brutto. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat kein Immobilieneigentum. Und über 25% unserer Rentner, die jahrzehntelang in die Sozialversicherung eingezahlt haben, fallen in die Grundsicherung. Das sind weniger als 1.000 Euro im Monat und müssen das ergänzen mit Flaschensammeln. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen von meiner lieben Mutter. Meine Eltern sind glücklicherweise noch am Leben. Meine Mutter hat ihr Leben lang in die Krankenkasse eingezahlt. Sie ist gesetzlich versichert und muss monatelang auf Arzttermine warten, nicht wahr? Jetzt, wo sie eigentlich die ärztliche Hilfe als ältere Frau braucht, sie ist jetzt Mitte, Ende 70, kriegt sie keine Arzttermine mehr als Normalversicherte. Und so geht es vielen Menschen in Deutschland. So, und wenn man das zusammennimmt, dann ist diese Politik eine Politik gegen die eigene Bevölkerung. Und sie verstößt gegen alle ureigensten Interessen der Deutschen. Und das ist der Grund, ich gehe davon aus, dass Sie auch unsere Programmatik gelesen haben, das ist auch der Grund, warum wir uns so im Auftrieb befinden, wir als AfD. Weil wir genau sagen, das ist eine Politik, die wir nicht mehr weiter mittragen können und auch nie getragen haben, Entschuldigung. Weil das gegen die ureigensten Interessen des eigenen Landes verstößt. Und ich glaube, wir kommen ja auch nachher noch auf den Ukraine-Krieg auch noch mit vielleicht zu sprechen. Das thematisiere ich jetzt hier nicht weiter, wie wir auch dazu stehen.
Aber insgesamt braucht es ein Korrektiv, es braucht eine Kraft in Deutschland. Und darum proklamieren wir ja auch direkte Demokratie. Wir wollen Volksabstimmung. Wir wollen über solche Entscheidungen, die in das Eigentumsrecht der Menschen eingreift, wollen wir Volksabstimmungen haben. Und das ist das Ureigenste einer Demokratie, so etwas auch mit umzusetzen. Und die AfD ist die einzige Kraft, die das möchte. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir Regierungsverantwortung haben, und ich bin sehr optimistisch, dass das nicht mehr lange dauert, dann werden wir genau das umsetzen. Wir werden diesem ganzen Spuk, den ich hier heute Abend in kürzester Form aufgemetert habe, ein Ende setzen. Ich bedanke mich herzlich.